Hi, abgeschliffene Zähne, entfernte Zehen, gebrochene Ohren. Klingt nach einer ausgeklügelten Form der Folter aus dem Mittelalter, nicht wahr? Du wirst es nicht glauben, doch das alles sind Schönheitseingriffe, für die die Menschen auf der ganzen Welt viel Geld ausgeben. Und wenn du erfahren möchtest, warum sie sich so quälen, dann schau dir unser heutiges Video bis zum Ende an. Los geht's! Warum lässt man sich Barcode-Tattoos stechen? Dass einige Verrückte bereit sind, sich einen QR-Code, der zu einer bestimmten Internetseite führt, dauerhaft auf ihren Körper zu tätowieren. Ein Blogger ließ sich zum Beispiel den Link zu seinem Instagram-Profil an den Hals tätowieren. Ein Fußballfan ließ sich ein Tattoo mit einem QR-Code am Arm machen, der zu einem Video mit den besten Toren seiner Mannschaft führt. Dabei gibt es aber ein Problem. Videos auf YouTube können gelöscht werden und die Farbe unter der Haut neigt dazu, zu verschmieren und zu verblassen. Es gibt daher keinen Grund zur Hoffnung, dass der Code ewig hält. Über Tattoos kann man das allerdings nicht sagen. Wozu macht man Rillen in den Zähnen? Vorsicht, das wird jetzt etwas wehtun. Hast du jetzt auch das Geräusch eines Bohrers gehört? Wir haben nur eine Frage. Wer würde das seinen eigenen Zähnen antun wollen? Oder ist es vielleicht ein neuer Modetrend wie zum Beispiel Krakenlippen? Im Prinzip könnte man sich solch eine Modifikation auch auf den Zähnen eines Rappers vorstellen. Dabei ist alles viel einfacher. Vor dir ist eine der Stufen zur Vorbereitung für die Installation von Veneers. Und je mehr die natürlichen Zähne des Kunden im Laufe seines Lebens unter verschiedenen Krankheiten gelitten haben, desto weniger werden sie abgeschliffen. Das erleichtert das Einsetzen der Zahnverlängerungen. Sieht ziemlich angsteinflößend aus, dafür ist das Ergebnis wirklich beeindruckend. Wozu gibt es in einem Schönheitssalon Schnecken und Schlangen? Was hältst du von einer Massage? Massagen können aber völlig unterschiedlich sein. Schau dir jetzt aufmerksam dieses Video an. Möchtest du das wirklich? Wozu soll man lebende Schnecken auf das eigene Gesicht kleben? Das werden wir dir jetzt erklären. Das ist ein weiterer neuer Trend in der Welt der Kosmetologie. Dafür wird eine spezielle Molluskenart verwendet, nämlich die große Achatschnecke. Es wird angenommen, dass diese Schnecken kollagenhaltigen Schleim ausscheiden, was wiederum zur Hautverjüngung beiträgt. Darüber hinaus werden dabei die abgestorbenen Hautzellen abgetragen. Ist das aber wirklich so? Einen Konsens zu diesem Thema gibt es allerdings nicht. Diejenigen, die dieses verrückte Verfahren bereits selbst ausprobiert haben, sind von seiner Effektivität absolut überzeugt. Eine Schneckenmassage ist noch okay. Was hältst du aber von einer Schlangenmassage? Ja, so etwas gibt es auch. Wobei zu diesem Zweck oft Pythons verwendet werden. Die wahrscheinlich größten Schlangen der Welt und die gefräßigsten. Mache dir aber keine Sorgen. Unmittelbar vor der Massage werden die Reptilien ausgiebig gefüttert, sodass sie kaum an Menschenfleisch interessiert sind. Und wenn du immer noch nicht verstanden hast, was der geheime Sinn dieses Verfahrens ist, wir verstehen ihn ehrlich gesagt auch nicht. Gerüchten zufolge simuliert es eine starke Freisetzung von Adrenalin im Blut, was in unserer heutigen Welt ziemlich nützlich sein kann. Wir persönlich würden stattdessen lieber Computerspiele spielen. Warum verkrümmen japanische Frauen ihre Reißzähne? Zeige diese Fotos einem Kieferorthopäden und er wird sicher ohnmächtig. Während man in westlichen Ländern viel Geld dafür ausgibt, um jede Unebenheit zu korrigieren, lassen sich junge Japanerinnen freiwillig schiefe Zähne einsetzen. Warum? Die Antwort ist einfach. Das ist einfach ein ungewöhnlicher Modetrend. In Japan ist man der Meinung, dass krumme Reißzähne niedlich aussehen und ein Lächeln schön aussehen lassen. Das Ganze begann mit den Idolgruppen TYB48 und AKB48, deren Mitgliederinnen diesen ungewöhnlichen Trend setzten. Einige Zahnkliniken bieten sogar gleichnamige Dienstleistungen an. Das Gute daran ist, dass man diese Reißzähne wieder entfernen kann, wenn sich der Trend ändert. Wozu verkleinern Frauen ihre Füße? Tarantino hätte das sicherlich zu schätzen gewusst. Schließlich kennt er sich wie kein anderer mit der Schönheit von Frauenfüßen aus. Dabei lassen sich nicht nur Frauen, sondern alle Liebhaber von spitzen Schuhen sich die Füße verkleinern. Einige besonders tapfere Menschen unterziehen sich sogar dafür einer Fettabsaugung der Zehen. Ja, ja, so etwas gibt es auch. Ganz verzweifelte Personen sind sogar bereit, ein paar Zehen und mehrere Fußknochen zu entfernen, um sich in derartigen Schuhen so bequem wie in Turnschuhen zu fühlen. Was soll man machen? Schönheit fordert Opfer. Warum lässt man sich an der Handfläche operieren? Bist du ein Fatalist oder glaubst du, dass eine Person ihr eigenes Schicksal selbst in die Hand nehmen kann? Viele Japaner kombinieren irgendwie beides. Einerseits glauben sie an Handlesen und dass die Linien auf der Hand wirklich ihr Schicksal bestimmen. Auf der anderen Seite haben sie nichts dagegen, zu einem plastischen Chirurgen zu gehen, um diese Linien korrigieren zu lassen und die eigene Zukunft zu beeinflussen. Clever, nicht wahr? Eine Operation zum Verlängern oder Hinzufügen von Handlinien kostet über $1000. Durchgeführt wird die OP von einem elektrischen Skalpell. Na, hast du schon Angst
bekommen? Zumindest gibt es eine gute Nachricht. Das Verfahren dauert nicht länger als 15 Minuten. In dieser Zeit schafft es der Arzt, Dutzend verschiedener Linien zu korrigieren. Man hat also noch genug Zeit, um eine glückliche Ehe zu arrangieren und die eigene Zukunft zu sichern. Du hast bis zum Ende des Videos übrigens auch genug Zeit, um den Kanal Mentale Zuflucht zu abonnieren. Wozu sollte man schließlich nach neuen, interessanten Videos suchen, wenn sie alle auf unserem Kanal sind? Warum liegen diese Menschen im heißen Sand? Ist das vielleicht eine Art TikTok-Challenge für Boomer? Wozu quälen sich diese Opas im heißen Sand, wenn man doch ganz einfach am Meer rumhängen kann? Das ist ein neuer Trend im Bereich der Alternativmedizin. Einige Leute sind der Meinung, dass solch ein Verfahren helfen soll, den Hautzustand zu verbessern, Giftstoffe zu entfernen und sogar Rheumatismus zu heilen. Genau das ist der Grund dafür, warum einige Leute ins ferne Marokko reisen, um in der Wüste zu schwitzen. Wozu brechen sich Jungs die Ohren? Das ist doch ein Clickbait. In einigen Teilen Russlands gehen Männer zu Ärzten und bitten sie, ihnen professionell die Ohren zu brechen. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, wozu? Dann schau dir die Ohren professioneller Wrestler ganz genau an. Das liegt an den harten Stößen, denen ihre Ohren im Laufe der Jahre bei Kämpfen und Trainieren ausgesetzt sind. Dabei möchten aber bei weitem nicht alle so viel Zeit für das Training opfern, möchten aber dennoch männlich und brutal aussehen. Daher bitten sie einen Spezialisten, auch ihnen solche Ohren wie die des legendären Khabib Nurmagomedov zu verpassen. Fanfact. Das Brechen des linken Ohres ist teurer, da der Fahrer eines vorbeifahrenden Autos zuallererst das linke Ohr sehen wird. Wozu braucht man einen Kiefertrainer? Möchtest du solche Wangenknochen wie Cillian Murphy? Auf TikTok hat man dafür bereits einen Lifehack erfunden, nämlich solch ein Trainingsgerät aus einem speziellen Gummi. Die Hersteller solcher Trainingsgeräte versichern, dass selbst Männer mit weichen Gesichtszügen unglaublich brutal aussehen werden. Die Befürworter dieser Trainingsmethode behaupten, dass wir inzwischen viel weniger harte Nahrung essen als unsere Vorfahren, was wiederum bedeutet, dass unser Kiefer nicht genug belastet wird, was zu unentwickelter Gesichtsmuskulatur führt. Die meisten Ärzte sind jedoch damit nicht einverstanden. Ihrer Meinung nach kann die Verwendung solch eines Trainingsgeräts zu Verletzungen und schmerzhaften Empfindungen führen. Und die vielen Vorher-Nachher-Vergleiche, die man oft im Internet findet, kamen offensichtlich nicht ohne den Eingriff von Schönheitschirurgien oder Bildbearbeitungsprogrammen aus. Man wird wirklich überall betrogen. Warum bedeckt man die Gesichter kleiner Kinder mit Smileys? Solche seltsamen Fotos hast du in den sozialen Netzwerken sicher schon gesehen. Auf den ersten Blick scheint es ein ganz gewöhnliches Foto zu sein. Dann sieht man aber dieses alberne Emoji, mit dem das Gesicht eines Kindes verdeckt wird. Engel, Herzen, Roboter. Es kommt alles zum Einsatz. Aber wozu? Dafür kann es viele Gründe geben. Es kann sich dabei zum Beispiel um ein Adoptivkind handeln, dessen Identität geheim bleiben soll, zumindest bis der Papierkram erledigt ist. Das gleiche passiert auch mit Schulkindern, wenn ihr Lehrer beschließen sollte, ein Foto von ihnen zu posten. Oder mit Kindern von Polizeibeamten. Oft ist die Erklärung aber viel einfacher. Die Eltern des Kindes haben einfach Angst, dass es verhext wird. Warte mal eine Sekunde. Willst du verrückte Geschichten aus dem echten Leben hören? Nichts Ödes. Nur Action. Nur Abenteuer, Jagden und Kämpfe. Liebesgeständnisse und plötzlicher Betrug. Du glaubst uns nicht? Folge dem Link und schau es dir selbst an. Unser Animationskanal Persönliches Tagebuch enthüllt die dunkelsten Geheimnisse. Vergiss nicht zu abonnieren.